Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zum American Truck Simulator. Im letzten Part haben wir ein riesiges Silo in den Morgengrauen gefahren und schauen mal, was uns der Tag heute erwartet. Jetzt gucken wir erstmal, wir haben hier nochmal Post bekommen. Wir können Ihnen helfen zu wachsen. Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts Ihres stetigen Erträge möchten wir Ihnen anbieten, bei der Entwicklung Ihres Potenzials weiter behilflich zu sein. Wir haben uns erlaubt, Ihre Kreditlinie auf 500.000 zu erhöhen. Fühlen Sie sich frei, jederzeit bei Ihrer örtlichen Bank über diese Summe zu verfügen. Hochachtungsvoll, Verkaufsmanager Bank. Boah, 500.000, Digga. Ja, wieso nicht, Alter? Gehen wir mal eben kurz gucken, Bank. Boah, das sind... Scheiße doch. Wir könnten 150.000 nehmen. Ich würde so 100.000 würde ich gerne nur nehmen. Das muss eigentlich reichen. Ich muss nochmal gucken, was ein LKW kostet. Lasst uns nochmal schauen. LKW-Händler. Volvo-Händler. Besuche den ausgewählten Händler. Jo, lass uns nochmal schauen. So, das Ding kostet 118. Man könnte natürlich auch schon einen drauf nehmen, den da. Nee, brauchen wir erst Level 11. Das heißt, gut, wären wir hier. So, was können wir denn tun? Ja, nicht viel, ne? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Achso. Das hebt das eine Rad höher. Ist das gut? Ist das schlecht? Sieht komisch aus. Motor. Bisschen mehr PS. Deutlich mehr PS. Stierchen dran. Wenn dann auch die dicke Maschine, ne? So, Getriebe ist, glaube ich, kackegal, oder? Das kann, glaube ich, so bleiben. Innenausstattung. Wir sind jetzt bei 121. Ja, wir müssen noch einen machen, Leute. Hilft nichts. Wir müssen noch einen machen, aber dann können wir das theoretisch nehmen. Farbe kostet ein bisschen extra, wenn wir das noch ein bisschen blau anmalen oder so. Oh, ist ja gruselig. Hier so, und dann machen wir einfach nur blau. Jetzt mal gucken. Oh, das kostet 8. Alter, aber gut, das geht immer noch. Das geht immer noch. Dann so ein bisschen Klimbims, Klimbams. Das kann man ja auch später noch dran bauen. Ne? Wichtig wäre jetzt ja erstmal nur ein Auto, der wo fährt. Und den wir in unsere Farben bringen können. Also, ja. Du hast einige Teile zum Kauf ausgewählt. Möchtest du alle Änderungen rückgängig machen? Ja. Wir fangen da erstmal ganz entspannt an. LKW-Händler verlassen. Also wir machen doch 50.000 muss schon sein. Und dann nehmen wir einfach 100.000 auf. Das können wir nämlich stemmen. Das kriegen wir gestemmt. So, lass uns eben nochmal gucken. Auftragsangebot. Was haben wir denn noch so? Da ist nochmal ein Schwertransport. Aber guck mal, der dauert sehr lange und bringt nur 13.000. Dann können wir eher wieder was Normales machen. Das ist... Oh. Das bringt 8... Was sind denn diese Sternchen? Hochwertige Fracht. Und was bedeutet das? Standardlieferung. Rail Express. Hier kommt ja alles zusammen. Ne, dann würde ich sagen, nehmen wir den. Standardlieferung und gib ihm. Man muss doch mal wieder ein bisschen Standard machen, ne? Auf geht das. Auftrag annehmen. So. Boom. Los. Los! Ich freue mich so, wenn wir endlich wieder einen eigenen Truck haben. Es schockt halt schon mehr, wenn du dein eigenes Gefährt hast. Und dass du dich kümmerst, dass du auch selber kaputt ballerst und so. Wenn du was kaputt ballerst, man will es natürlich nicht kaputt ballern, aber ihr kennt mich. Das passiert unweigerlich. Ey, wo geht's denn hier raus? Wo geht's denn hier raus? Alter. Ah, hier. Oh, cool. Oh, weit ausholen. Weit ausholen. Bitte fahre das Ding ganz ein. Das ist nett. So, Achtung, hier kommt so ein Schwerdödel raus. Bitte einmal alle aufpassen. Biege dann nach rechts ab. Das ist der Plan. Oh, scheiße. Gestaltet sich natürlich mal wieder nicht als Gas geben.
Was stand da gerade? Komm schon. Los! Komm schon! Ah! Okay, wir müssen mal gucken, wie schlimm es aussieht. Ah, hat sie ein bisschen verkeilt, ne? Vorsicht, nicht in die Karren reinballern. So, jetzt vorsichtig. Lange, so lange wie es geht. Ganz am Schluss erst um die Kurve rum. Na, also, so kommen wir doch raus hier. Oh, Gegenverkehr, Gegenverkehr. Moment bitte, ich muss wieder in mein Cockpit rein, danke. Ah, da fühle ich mich doch gleich viel wohler. So, nur aber los, ne? Nur aber los. Hier ist irgendwas. Agentur für Arbeit oder was? Ne, hier ist so ein Peterbilt-Händler. Die sind bestimmt billiger als die Volvos, aber komm. Wenn wir uns... rechts abbiegen. Ja. Wenn wir uns so ein Ding organisieren, dann den guten Swainstall oder ne? Ne, den guten Swainstall. Außerdem hatten wir vorher noch keinen. Biege nach rechts ab. Mach ich. Wir hatten bis jetzt so ziemlich alles, aber noch keinen Swainstall. Deswegen... So, Vorsicht, ich muss ein bisschen ausholen hier. Achtung! Ist keine Absicht. Nein! Ei. So, weiter. Ich habe ein gutes Gefühl. Das wird schon werden. Das wird schon werden. Links halten und dann links abbiegen. Links halten und dann links abbiegen. Okay. Oh, es ist rot. Biege nach links ab. Habe ich vor, aber die Ampel sagt nein. Ich vertraue diesem Pfeil nicht mehr, weißt du? Das wäre eine Rotpfeilampel. Gibt das Sinn? Nein, tut es nicht. So, werd mal grün. Was für eine Kindergarten-Mickey-Maus-Hubel. Bitte grün werden. Oh ja, guck mal, die halten an. Das ist gut. Hallo. Werden sie jetzt grün? Ja, geil. Grünpfeil. Wir dürfen hier abbiegen, müssen nicht gucken. Kann nichts schief gehen. So, soweit es geht, wieder ausholen. Oh, ja, so ist nice. Seht ihr das, wie ich nicht mehr alle Schilder mitnehme? Ich sag euch, die Zeit auf der Insel hat geholfen. Wirklich. Das hat einfach geholfen. Ich hätte das viel früher machen müssen. Los geht's. Dann fahren wir mal wieder. Dauert 4 Stunden, 22 Minuten. Können wir wieder entspannt fahren. Habe ich noch welche Storys zu erzählen? Wir so lange keinen American Truck Simulator mehr gefahren. Das war mal so der Moment, wo ich euch mal so erzählen konnte, was abgeht bei uns. Bei mir. Was der Fuchs wieder für lustige Dinge erlebt hat. Oh ja, ich habe was Lustiges. Wir haben ja einen sehr großen Garten. Dieser große Garten ist voller Brombeeren. Leider, sie sind überall. Aber wir wohnen halt direkt an einer Weide und Kuhwiese und so. Da kannst du vergessen, irgendwie dein Grundstück mit diesen Wurzelschutzdingern zu umzäunen, damit da von außen nichts rankommt. Aus dem Knick oder so. Kriegst du die Dinger immer, ne? Also, es gibt im Grunde kein Entkommen. Normalerweise, um diese Brombeeren loszuwerden, musst du zunächst einmal, je nachdem wie doll sie schon gewuchert haben, 20 cm über der Erde von dem Stumpf da alles abschneiden und das Zeug dann entweder häckseln und mulchen oder verbrennen. Bitte links halten. Bei uns hier ist es tatsächlich erlaubt, Gartenabfälle zu verbrennen. Insofern habe ich mich für das Verbrennen entschieden und habe jetzt die letzten Tage Unmengen an Brombeeren aus unseren Beeten, Hecken und was weiß ich was nicht, Aal geschnitten und auf einen riesigen, riesigen Berg getürmt. Und jetzt habe ich überall diese Stumpen und normalerweise geht es dann jetzt halt weiter, dass man tatsächlich dann jetzt anfängt, das Zeug auszugraben und dann auch unterirdisch die Wurzelstränge auszugraben. Das muss alles weggegraben werden, richtig rausgegraben. Und wenn das erledigt ist, man sagt, okay, ich habe jetzt alles weggegraben, dann nimmt man normalerweise so einen 30 cm tiefen Wurzelschutz, den man um das Grundstück herumzieht, damit von außen nicht neue Wurzeln wieder reinkommen. So müsste man es tun. Ist bei uns völlig undenkbar. Wir haben teilweise einen kleinen Wald, wo so ein Ding drin sitzt und ich sag euch, der Stamm von der einen, also wir hatten uns immer gefragt, wo die Biotonne ist. Also wir hatten alles hier, wir haben Restmülltonne, gelber Sack, klar. Aber wo ist die Biotonne? Wo ist sie? Es kann ja nicht sein, dass wir keine Biotonne haben.
Ja, ich habe sie dann auch gefunden, als ich dieses eine riesige Brombeerending, dessen Basisstamm so dick wie ein Kinderarm war. Aber es war schon gruselig. Als ich das Ding dann endlich komplett klein hatte, kam zum Vorschein eine Biotonne mit dem letzten Aufkleber von 2017. Und das Ding sah aber aus wie neu. Also das Plastik, da war nichts vergrünt oder so. Das Ding sieht nagelneu aus. Das hat man es gerade aus dem Schuppen geholt. Also die hat sehr lange geruht, wie Dornröschen unter dem Brombeerbusch. Ja. Und dann, wir hatten hinten bei uns an der Weide eh schon so ein etwas größeres Stück, ja, Wiese, wie es man nennt, oder Wildweide. Das war damals vom Vorbesitzer der Brennplatz. Da wurde einfach immer alles verhökert, was man verkokelt, was man so verkokeln musste. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich es einfach so da auch auf dem Brennplatz mache, aber dadurch, dass ich nicht dauernd irgendwelche Dinge verbrenne, ist von dem einzigen Brennplatz bei mir nicht mehr viel über. Auch so ein kleine Stelle mit Asche. Und habe gedacht, nee, du machst das ein bisschen stilvoller. Du holst dir so eine Feuerschale. Die kann man halt auch für Party und so benutzen. Dann kann man da ein kleines Feuerchen dran machen und so. Also habe ich mir gedacht, komm, fährst mal hier zum hiesigen Baumarkt. Hab erstmal nochmal online geguckt, ob die sowas haben. Jawohl, natürlich haben die sowas hier auf dem Dorf. Und bin dann zum Baumarkt geeiert, um mir so eine Feuerschale zu organisieren. Und die hatten dann da auch einen Turm aufgebaut mit Feuerschalen. Die kleinste ganz oben und dann immer nach unten hin größer, ne? Und ganz unten dann die ganz dicken Dinger. Und dann habe ich so überlegt, ja, welche nimmst du denn, welche nimmst du denn? Und habe mich dann entschieden, weißt du, das ist ja ein großes Stück Land, da muss auch ein großes Ding hin, habe aber die fetteste genommen, die es gibt. Ganz unten. War gar nicht mal so teuer, war irgendwie 1 Meter Durchmesser und kostete 108 Euro. Da kannst du jetzt tatsächlich nicht meckern. Also wenn ich es online kaufen würde, wäre wesentlich teurer. Und habe das Ding mir dann gekauft. Musste erstmal fragen, Leute, habt ihr das noch auf Lager oder muss ich jetzt euren Turm da auseinandernehmen, weil die natürlich ganz unten war. Und meinte, nee, du, Lager haben wir keine mehr, müssen den Turm auseinandernehmen. Dann haben wir zusammen diesen Turm auseinandergebastelt, um an die unterste Schale halt zu kommen, die fette. Bitte links halten. Mach ich. Und dann hat er mir noch geholfen, das schön zur Kasse zu bringen, hab schon bezahlt. Und dann meinte, komm, ich trage die noch mit dir zum Auto, kein Ding. Wo müssen wir denn hin? Und ich zeig nur auf unser Cabrio. Und er guckt mich nur an und so, das wird lustig. Und ich so, ja, das habe ich nicht so gut durchdacht, muss ich sagen. Dann sind wir da hin, er hat noch ein bisschen gemessen, meinte so, ja, das kriegst du wohl mit Ach und Krach in den Kofferraum rein. Brauchst aber ein paar Decken, Achtung, und so, sonst machst du ja alles kaputt. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, mach ich. Muss dir aber noch Decken holen, sonst zerkratzt du dir alles. Ich hatte natürlich nicht gedacht, dass ich mir so ein Fettteil nehme. Hab deswegen nichts dabei gehabt. Und so, okay, pass auf. Dann haben wir das Teil bei denen ins Beet gestellt. Und lass eben kurz hier stehen, ich komme gleich wieder. Klaut eh keiner. Nö, ich glaube auch nicht, dass das einer klaut. So, jo. Dann bin ich nochmal nach Hause gefahren. Bitte noch mal, links halten. Die mach ich doch. Hab noch ein Packen Decken geholt. Und diese Abspanngurtteile. Bin wieder hin und hab dann den Kofferraum und das Auto drum zu großzügig mit Decken ausgelegt, diese Schale da rein buxiert und dann mit diesem Band halt abgesperrt, der Kofferraum ging natürlich nicht mehr zu, und bin dann fröhlich mit einem laubpiepsenden und kreischenden Auto, das mich darauf hinweisen wollte, dass der Kofferraum nicht zu ist, nach Hause gefahren, um dann dort diese Feuerschale hinten auf die Weide zu stellen. Sieht auch echt gut aus, war mal wieder lustig, also eine typische Blaufuchs-Aktion, fährst mal irgendwo hin, nichts ausgemessen, keine Ahnung, einfach mal machen, einfach mal spontan machen. Ich wollte eigentlich gestern schon anfangen, das Zeug zu verfeuern, aber dachte mir, nee, warte mal lieber noch bis zum Wochenende. Dann ist hier eh wieder Rambazammer im Ort. Da fällt das nicht so auf. Also offiziell darf man es schon, man muss es aber normalerweise wohl anmelden. Und ich sag mal so, wenn du ein normales Lagerfeuer machst und da hin und wieder weht der Wind mal ein bisschen was drauf, dann ist das nicht schlimm. Auf ihrer Route ist ein unerwartetes Hindernis aufgetaucht. Wir empfehlen Ihnen, die Route manuell umzuplanen. Aha, wieso manuell? Bitte links halten. Ich plane gar nichts manuell um, Alter. Wofür habe ich denn hier die Technik? Oh. Oh, cool. Irgendwas hätte ich durcheiern können? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Kein Problem. Okay, ist ein bisschen cringe-mäßig. Ob es da schon Add-ons für gibt? Hat da jemand schon irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Celebrity reingemoddet? Sonst muss ich ein eigenes machen. Blaufuchs Voice Pack. Kein Problem, Alter. Wenn du zu dumm bist, der richtigen Route zu folgen, suche ich da halt eine neue, Mann. Sowas halt. Bei mir wäre das sehr freundlich. Ich wäre ein sehr freundliches Navigationssystem. Würde die Leute dann immer voll quatschen, wie geil Spyro doch ist und dass sie das spielen müssen. Biegen sie links ab. Wenn sie gerade dabei sind, links abzubiegen, habe ich sie schon gefragt, ob sie Spyro mögen. Wenn nicht, denken sie doch mal darüber nach, sich Spyro Bitte zuzulegen. Links halten. Okay. Wir halten uns links. Kein Problem. Ich finde eine bessere Route.
Das bringt uns jetzt hier voll in Verzug, ne? Wenn der Auftraggeber jetzt meckert, Leute. Gibt's LAG. Gibt's richtig LAG. Können wir uns gar nicht erlauben. Ich kann nicht schon wieder in ein Depri-Loch stürzen. Nicht noch einmal. Heute ist übrigens der letzte Tag meines Urlaubs. Ich habe den Urlaub genutzt, um mal wieder für mich zu zocken. Also ich habe mal wirklich für mich gespielt. Sonst nehme ich ja immer ein Urlaubsspecial auf. Ich glaube, dann hast du Zeit im Urlaub. Da kannst du schön mal ein Game am Stück wegzocken. Und diesen Urlaub habe ich gesagt, nein, es geht mal um dich, Füchslein. Du spielst jetzt mal ein Spiel, das du lange spielen wolltest und nur für dich. Nimmst das mal nicht auf, weil es ist halt immer was anderes, einen Let's Play aufzunehmen oder privat für sich zu spielen. Ne? Und deswegen habe ich mich dann mit Nier Automata befasst. Das hat mir letztes Jahr auf Wacken eine Freundin wärmstens empfohlen. Ich bin eh so ein Fan von den Platinum Games Spielen. Und das Nier Automata achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, soll wohl ziemlich, ziemlich geil sein. Bitte links halten. Also ein richtiges Kunstwerk. Und soll vor allen Dingen mal zeigen, wozu das Medium Computerspiele künstlerisch auch so fähig ist. Was man damit alles anstellen kann. Und ich konnte mir nicht so viel darüber vorstellen. Der Jim Sterling hat halt mal ein Video drüber gemacht. Neu berechnen. Oh, Scheiße gebaut? Nee, oder? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Es könnte sein, dass wir Kacke gebaut haben. Naja, sehen wir gleich. Auf jeden Fall hat Jim Sterling ein Video drüber gemacht und meint halt auch so, das ist für ihn Kunst, das ist Art, das ist eins seiner liebsten Spiele, es ist irre und man muss es mehrmals durchspielen, okay. Und ich hab's dann gemacht, hab dann angefangen, ersten Spieldurchgang. Alter, Schwede, also Holla die Waldfee, ich war hart geflasht, weil es mit deinem Gehirn... Bitte links halten. Mit deinem Gehirn Dinge anstellt, unglaublich. So, wir müssen links uns halten. Vorsicht bitte! Spieße sind heiß. So. Und ja, es war ein Erlebnis. Es beschäftigt dich. Du denkst viel nach über die Existenz. Was ist Leben? Was ist ein Bewusstsein? Was ist das Mensch? Was ist Menschlichkeit? Was ist die Menschheit? Und also Wahnsinn. Und beim zweiten Durchgang offenbart sich dann halt erst alles. Und so weiter und so weiter. Man kann es mehrmals durchspielen. Man spielt es erst aus der Sicht von einem Charakter, dann aus der Sicht eines anderen Charakters, der vorher bei dir an deiner Seite war. Das heißt, du kriegst dann so viel Input nochmal, was du vorher nicht hattest. Und es war Wahnsinn. Ich habe es jetzt zweimal durch. Jetzt gibt es wohl was wie so einen Epilog wohl irgendwie noch. Den habe ich jetzt noch nicht gespielt. Das wäre heute eigentlich angedacht gewesen. Aber da dachte ich mir, nee, ich kann euch ja nicht die ganze nächste Woche und meinen Wackenurlaub ohne irgendwelche Videos lassen. Das geht ja nicht. Deswegen fahren wir jetzt doch wieder ein bisschen American Truck Simulator. Und ich sag auch bei dem Wetter und so, da ist das auch das Beste, was du machen kannst. Ist schön entspannt. Bitte rechts halten. Bitte rechts halten. Ja, muss eben kurz gucken, dass ich keinen wegballer von der Straße. Und dann passt. Wir scheinen hier einmal im Kreis zu fahren, also habe ich wohl doch Kacke gebaut. So wie es aussieht. Naja. Ja. Auf jeden Fall wirklich grandios. Wer mit so ein bisschen Action, Rollenspielen was anfangen kann und auch mit Postapokalypse als Setting, dem kann ich das nur wärmstens empfehlen. Man darf da gar nicht mehr drüber sprechen eigentlich, weil das alles zu viel gespoilert. Ist auf jeden Fall einer meiner Kandidaten, den ich jetzt definitiv auch gerne mal let's playen würde, nur jetzt nicht in nächster Zukunft, weil ich habe es ja gerade erst zweimal durchgespielt. Dann ist auch erstmal genug. Das waren ja 36 Stunden, die ich das an der Woche mir mal reingezogen habe. War nett, war auch echt gut. Bin auch meinem Mate ziemlich mit auf den Sack gegangen, dass er es jetzt auch spielen muss. Aber braucht immer Pause, ne? Als nächstes freue ich mich erstmal auf Spyro für Steam. Wir nähern uns. Ich muss noch einen Monat überstehen. Und dann kommt das Ganze ja auch schon für Steam raus. Und ich habe mir extra Urlaub genommen, tatsächlich. Für die Woche. Dann machen wir vielleicht mal so ein. Kannst du mich bitte überholen, dass ich hier links mich halten kann? Dann machen wir vielleicht mal so einen 12-Stunden-Stream oder sowas, wenn das dann rauskommt. Da kann man ja mal schön so einen Twitch-Stream machen. Blaufuchs zockt Spyro, bis er nicht mehr kann. Wäre doch auch mal eine Option. Oh. Johann ist so gut. Das ist so gut, Hahn. Wir hören dich, Johann. So, wir müssen irgendwie... rüber.
Gut, meine Lieben, ihr habt den Hornkrieg gehört, ne? Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.